Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur, ja, leider nächsten Aufnahme. Let's Play Minecraft und jeder, der die letzte erfolgreich aufgenommene und gerenderte Folge gesehen hat, weiß, hätte ich nicht hier sein dürfen. Ich bin aber hier und das heißt, es fehlt ein wenig Audiomaterial. Das sind etwa 80 Minuten, die fehlen. Und ich will gleich mal einmal gucken, was ich in der Zeit alles gemacht habe. Das war gar nicht so wenig. In 80 Minuten lässt sich ja dann doch ganz gut was anstellen, auch in dieser Welt. Und vorher brauche ich aber noch eine eisenhaltige Spitzhacke. Ich gehe da jetzt auf mein Inventar mal gerade nicht so ein. Das kommt dann nachher. Und gut, dass das gerade keine Axt geworden ist. Das war sehr, sehr knapp. Und das allererste, was ich mache, ist mal eben hier. Zack, den da wegmachen. Und gegen den da tauschen. Ich glaube, das finde ich ein bisschen bedeutend schicker. Und dann machen wir das da auch mal weg. Hier, zack. Und packen da mal Kabel hin. So. Das stört mich schon irgendwie seit der letzten Aufnahme. Aber ich habe nichts gesagt. So finde ich es, glaube ich, besser. Obwohl man könnte auch überlegen, ob man... Das überlege ich jetzt auch mal gerade eben. Zack, zack, zack. Ja, und gleich gucken wir mal, was ihr alles verpasst haben tut. Waren ja doch ein paar... Ah, ich glaube, das reicht so, ne? Ja, da muss man jetzt auch nicht übertrieben... Da 1, 2, 3, die muss ich sowieso haben. Packen wir die gleich mal dahin. Und im Zweifel machen wir es halt wieder rückgängig. So, fangen wir mal an. Es ist ja noch frisch am Tag. Ich habe ausgetauscht Pistons gegen Sticky Pistons und infolgedessen, was lange angekündigt war, endlich auch den Gravel gegen vernünftige Erde. Das habe ich gemacht hier oben auf dem Feld, wo ich jetzt die Karotten hinpflanze. Dann habe ich das gemacht hier auf dem Feld, wo jetzt das Korn ist, das Getreide. Und hier habe ich es auch gemacht auf dem Kartoffelacker. Ferners habe ich etliche Kühe und Hühner geschlachtet und aus den Kühen und Hühnern habe ich gebaut. Aus den Hühnern jetzt nicht. Aus den Hühnern habe ich nur ein paar Pfeile gemacht und den Rest habe ich verbraten. Dann habe ich hier ein paar Löcher gestopft. Irgendwo hier waren welche. Da war, glaube ich, irgendeins. Und dann habe ich noch eine Birke geholt und das hier endlich komplettiert. Und Birkensetzlinge habe ich auch geholt und die draußen hingepflanzt. Hier habe ich endlich auch mal den Holzbogen, da die Holzsäulen komplettiert. Und das Ganze hier so ein bisschen die Ecken so ein bisschen... die Ecken so ein bisschen angepasst. Und ich bin überlegen, ob ich das noch weitermache, ob ich dann sogar bis hier und hier gehe. Dann habe ich hier einen kleinen, noch nicht fertigen Raum reingebaut für die Bücherregale, wo ich noch ein paar gebaut habe, aus dem frisch gewonnenen Leder. Und Leder habe ich genug, aber mir fehlt ein wenig Zuckerrohr. Und das wird also dann demnächst nochmal auf dem Zettel stehen. Und hier habe ich natürlich noch keinen Fußboden drinnen. Ne? Das muss ja noch kommen irgendwie. Und den wollte ich eigentlich jetzt gar nicht so übertrieben überall hinlegen. Also eigentlich nur da, wo man ihn auch sieht. Und es klingelt das Telefon. Ich lasse es einfach klingeln. Jetzt hier, das ist mir jetzt einfach mal vollkommen egal. Ich lasse es klingeln. Stört euch nicht dran, das ist völlig egal. Nachdem ich jetzt nämlich schon so viele Aufnahmen, Minuten versaut habe, will ich mir, ich hoffe, der AB geht gleich näher, dann könnt ihr alle mithören, was mir jemand auf dem AB sabbelt hier. Und werde jetzt, glaube ich, nee, jetzt ist Ende, oder ich beende jetzt doch mal eben ganz kurz die Aufnahme. Kleinen Augenblick bitte. So, bin schon wieder zurück. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich hasse das immer, Aufnahmen zu unterbrechen, weil da muss man das hinterher wieder zusammenwursteln, das Video und das Audio-File, um
das ist nicht so, das finde ich doof immer irgendwie. So, ich weiß jetzt, ich habe auch das Konzept jetzt gerade, was ich sowieso nicht hatte, habe ich dann zusätzlich auch noch das nicht vorhandene Konzept, habe ich noch verlegt irgendwie, und ich hätte eigentlich noch gucken wollen, wie man denn wohl Ambosse baut. Aber okay, dann sind wir weiter hier unten. Genau, den Zaubertisch habe ich gezeigt. Ich habe auch im Inventar hier zu sehen meine ersten Sachen verzaubert. Allerdings Effizienz 3 und Knockback, das sind so nicht die Sachen, die ich mir so erhofft hatte. Aber ich glaube, man kann ja irgendwie auch jetzt inzwischen, kann man, da ist noch einer, der mir auch nicht so gefällt. Da muss noch mal ein Erdeklotz hin irgendwie. Packen wir mal hier. Hatte ich noch gar nicht so. War mir noch gar nicht aufgefallen. Wir können noch mal eben hier kurz Hühnereier aufsammeln. Und auch ein paar Hühner an die Wand klatschen. Zack, 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 zack. Und eins ist wenigstens draus geworden. Und jetzt sammeln wir hier noch mal das zweite. So, du musst da bitte weg. Hier ist mein Ausgang, nicht deiner. Ja, da unten hat es sich auch ganz schön gelichtet. Ich muss noch mal eben gucken, läuft die Aufnahme oder läuft die Aufnahme nicht. Ich muss das gucken. Aufnahme läuft, nachdem ich jetzt, wie gesagt, so viel Aufnahmezeit versemmelt habe. Einmal hier mein Hottehü. Hallo, Hottehü, 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 Hottehü. Juhu, damit haben wir auch einen kleinen Ausritt gemacht und guck mal einmal bitte hoch, guck mal hoch, und die Ohren gehen, und die Birken gefällt, je nachdem aus welcher Richtung man die anstupst. Ja, viel mehr ist dann hier auch doch nicht passiert, aber das war also Zeit genug, die ich da verbracht habe für, wie gesagt, doch etliche Minuten Aufnahmezeit. Ich ärgere mich so. Und ich wollte jetzt das Feld mit der Karotte, wollte ich nämlich jetzt erst einmal abernten, wenn diese beiden Felder soweit alle okay sind. Das sind sie aber noch nicht. Hier fehlen noch etliche Kartoffeln, die noch nicht zu Ende gewachsen sind. Und ich wollte mir überlegen, ich kann ja mal anfangen hier jetzt mit langweiliger Tätigkeit, wie ich das ja eigentlich immer so zu machen pflege. Ich kann ja mal überlegen, was kann ich da jetzt mal überlegen? Den Berg so langsam aber sicher mal aufzufüllen. Nehmen wir mal hier ein bisschen Stein mit und ein bisschen Dirt haben wir genug. Da nehmen wir mal alles mit, was wir haben. So, mehr passt gerade nicht. Was wir nicht brauchen, ist auf jeden Fall hier die Holzkramente da. Holzdinger, Holzdingster, Bumster. Kabel brauchen wir auch nicht, aber die können wir da mal rausnehmen. Und die können wir da auch rausnehmen. Das sind ja richtig viele. Ist da noch Kohle drin? Dann können wir da nochmal Kabel reinpacken. Und da können wir dann auch nochmal... Ohne Kohle lohnt es sich nicht, Kabel irgendwie in den Ofen zu packen. Dann packen wir den Kabel einfach mal hier weg. Nehmen stattdessen noch mal ein bisschen Dirt mit, wa? Dirt? Ja, ich denke, Dirt ist noch... Ich glaube, inzwischen haben wir da noch genug Dirt. So, was sagt denn das Tageslicht? Das Tageslicht sagt... Ende. Na gut, kurz schlafen. Ganz kurz schlafen, kurzen Schluck trinken, wie immer. In der Hoffnung, dass hier kein Creeper von oben auf mich runterfällt. Da muss ich mir vielleicht auch noch was einfallen lassen. So, dann wollen wir jetzt mal... Ach, ich bin ja auch doof. Aber okay, ich hätte ja auch mal ein bisschen irgendwie von dem Zeug mitnehmen können hier. Ach so, das ist ein Bild. Ich dachte, wer guckt mich denn da für ein Zombie-Schwein an? Aber das ist ein Bild. Ja, jetzt bin ich hier vollkommen unvorbereitet. Bevor ich jetzt hier noch ganz viele mehr Fehler mache, mache ich mal eine ganz kurze Folge. Sag danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, was kommt. Ich baue den Berg und bis dahin, dann schaut wieder rein. Alles Gute. Tschüss.
Aldi, hallo und herzlich willkommen. Haha, nee, den Rest spare ich mir, weil ich glaube, ich packe das noch in die letzte Aufnahme. Das war ein Tag, da war ja irgendwie, ging ja alles durcheinander und überhaupt auch die letzten Male davor war ja, das hatte ich ja, glaube ich, zu Beginn der Folge, jetzt muss ich überlegen, hatte ich, glaube ich, zu Beginn der Folge erwähnt, dass mir da ja auch die ein oder andere Aufnahme durchaus abhanden gekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber es war schon doch nicht so ganz ohne. Also es waren schon etliche zig Minuten. Und wenn es denn einmal doof läuft, ne, dann auch erstmal richtig, wie hier, wo wieder Wasser mir im Weg ist, ne, und wo ich quasi da jetzt meinen eigenen kleinen Weg habe ich ja kaputt gemacht hier. Und ich werde jetzt einfach mal hier drauf geschissen, wie das ausschaut. Jetzt einfach mal hier anfangen abzudichten. Ach, da kann ich ja auch hier eigentlich mal Ebene für Ebene. Das ist ein bisschen Fleißarbeit. Ich hatte kurzzeitig überlegt, hey, das kann ich ja auch außerhalb der Aufnahme machen. Dann schalte ich mich einfach mal in den Creative Mode und bescheiße euch. Und dann kam doch irgendwie mein schlechtes Gewissen und das sagte mir dann, nein, Herr Sommer, tu das nicht, sei kein böser Bescheißer. Ja, und dann habe ich mir überlegt, na gut, okay, weil ihr es seid, ne? Ich meine, sonst hätte ich das nicht gemacht, ne? Sonst hätte ich gedacht, ja, okay, drauf geschissen, scheiß Gewissen. Das merkt doch keiner, das macht doch nix, das merkt doch keiner. Ja, ich bin mir sicher, ihr hättet das gemerkt. Aber da habe ich mir gedacht, bevor ich erwischt werde, bin ich mal ein Schlauer und ein ganz, ganz Schlauer und werde hier einfach mal jetzt hier nämlich nicht Bescheißement machen. Mache ich keine Bescheißerei, bin ich eine ganz ehrliche Out. Ah, hier war da, hier, oh ja, hier habe ich böse Erinnerungen an diese Stelle, hier war so Wasserzeugs mir mal, das war glaube ich die Folge, ich weiß nicht, ich habe da mal reingehört, als ich der Folge den Titel geben wollte, ich weiß gar nicht mehr welches war, da waren also 5 Minuten lang habe ich glaube ich gesagt, ohne dass da mir das irgendwie auch nur im Ansatz stückchenweise irgendwie weitergeholfen hätte, hat es nämlich gar nicht. Das war ich nämlich, nun stand ich da als Amateur genauso schlau als wie zuvor. Genau, so war das nämlich gewesen. Und jetzt muss ich einfach mal hier gucken, wie ist das denn hier mit dem Berg, denn der muss ja ein bisschen dicht, muss er ja werden. Ne? Da oben kann ich ja mit Erde vielleicht noch ein bisschen was werden. Der Berg wird dicht und ich fährt mit Erde. Zack, 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 zack. Die Folge nenne ich zack, 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 zack. Ich kann das doch ganz oft sagen, aus Nerv bestimmt. Ja und? Ich muss mir den Scheiß ja nicht angucken. Ha! Das nervt bestimmt. Ich muss mir den Scheiß nicht angucken. Da bin ich auch manchmal. Gut, ich lasse das mit dem Zack, weil ich gucke ja doch immer rein, wenn ich da der Folge immer so einen Titel geben will. Ne? Und deswegen lasse ich das jetzt mal mit dem Zack, Zack, Zack. Klingt eh, ist auch nicht so, muss ja nicht zwingend unbedingt sein. Ne? Also lassen wir das. So, jetzt wollen wir mal hier unten, hier machen wir auch mal irgendwie ein bisschen dichter, Dichtement und dann überlegen wir uns mal, wie weit wollen wir denn hier überhaupt raus. Ich glaube, bis hierhin sollten wir gehen. Machen wir jetzt einfach mal so eine Zwischen-Ebene rein, die wir von unten gleich, wollte ich gerade sagen, mit Stones auffüllen. Können wir aber gar nicht, weil die Aldi, weil... Ach, das ist ja gar nicht so viel. Das kann ich immer mal so zwischendurch, so nach und nach. Und jetzt mache ich nämlich als allererstes das, was ich nämlich sonst auch immer vergesse. Die Stoppuhr an. Jetzt ist die Stoppuhr an und es wird auch sowieso gleich dunkel, Mann. Dann kann ich ja nochmal eben ein Stückchen trinken. Ich habe ja immer so enormen Durst. Ganz viel Erde habe ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die überall hergeklaut habe. Hier überall. Ein Wunder, dass da überhaupt noch woanders dann auch noch Erde liegen tut, ne? Und mir war ja eingefallen, jetzt wo ich hier doch gerade schon mal anwesend bin in dieser Richtung, hier in diesem Zeugs hier,
da muss ich ja, da kann ich ja noch mal eben kurz die 5-6 Halme Sugarcane. Warum ich das Wort immer so komisch sage, ist mir entfallen, das weiß ich nicht mehr. Aber die 5-6 Dingser 8 habe ich jetzt insgesamt, Sugarcane. Die kann ich ja noch mal eben abernten, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie Schaden tut. Da kräht ja auch dann morgen oder übermorgen gar kein Hahn nach. Und da die Viecher ja sowieso nicht krähen, gehe ich davon aus, Mensch, in Minecraft gibt es nur Hühner und keine Hähne. Und die krähen sowieso, ich weiß das natürlich nicht so genau, aber ich sage jetzt mal einfach, die krähen ja gar nicht. Das machen ja immer die Hähne krähen, die Hühner nicht. Und der ist jetzt wohl doch so weit, dass ich den dann nach der Nacht dann auch mal aus der Erde hab gebracht. Also morgen dann, guten Morgen, gute Nacht. Ich schlafe jetzt erstmal. Und jetzt das Steaklet aus der Hand. Nee, erstmal wieder das Inventar entleeren. Da muss ich jetzt erstmal so nix. Nein, doch den. Nein, doch da, bevor ich. Genau. Und da kommt dann das da rein, da, und hier haben wir noch, da können wir nochmal so ein paar können wir da nochmal, und hier können wir vielleicht auch, können wir da noch 2 Stacks Kabel nehmen und vielleicht kriegen wir den noch verbrannt. Ne, da ist so, aber da ist quasi noch 2 Kohle drin, das ist nicht so viel. Da nehme ich nochmal wieder Kohle mit hier, ich habe ja gar nicht mehr so viel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sollte es gehen. Und dann nehmen wir auch mal 5 und 1, 2, 3. Zack. Bum, 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 bum. Weil wir müssen ja auch. Was wollte ich jetzt? Ich wollte noch das Inventar verleeren. Entleeren. Das mache ich mit dem Inventar immer wie mit meiner Blase. Die entleere ich. So, zack. Weil wer so viel trinkt wie der gute Sommer, der muss auch häufig mal. Das ist also, hier handelt es sich um ein, ich nehme ein Gravel mit, hier handelt es sich um ein Thema, was ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht so unbedingt hier, unbedingt jetzt für euch, ich glaube einer sollte eigentlich reichen, unbedingt vertiefen wollen möchte, tun muss, tue ich auch gar nicht. Immer schön an der Oberfläche bleiben, nicht so tief auf Dinge eingehen, hier, sonst kommen da noch Nachfragen, Rückfragen, hey, wie war denn das gemeint oder so, das tut ja gar nicht Not, das ist ja quasi, das meiste ist ja auch, und ich möchte jetzt eigentlich abernten automatisch, was macht das Katreide, das Katreide ist auch schon gar nicht so verkehrt schlecht, wo kommt das da runter getroffen, ich habe das hier doch vorhin tropfen sehen, verdammt. Ich habe da noch einen Tropfen gesehen. Wo ist der Tropfen? Da kommt er drunter getropft. Das kann so bleiben. Der ist ja kaum gewachsen. Das Getreide ist auch noch nicht so ganz gewachsen. Kein ausgewachsenes Getreide. Aber jetzt werde ich erstmal hier. Traue ich mich? Ja. Juhu, ich habe 3 Karotten. Davon pflanze ich 2 und eine lege ich mir reserveweise halber. Tue ich mir die mal da einfach in die. In die Schatzkiste. Nein, in die Dings da Kiste und Pflanzenteile Kiste. Und ich wollte irgendwie hier runter. Mache ich mit den Hühnern noch irgendwas? Ja, Eier werfen macht auch immer. Ist immer gut. Eier werfen. Eier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, da, zack, zack. Danke. Du musst immer, steht ihr da doof beim Ausgang rum, wo ihr gar nicht rumstehen sollt. Katreide habe ich nicht mitgenommen. Scheiße. Scheißendreck. Aber Katreide muss ich doch. Ich muss doch immer. Das wird wieder. Ist schon gleich Mittag. Ich habe noch nichts geschafft hier. Noch gar nichts habe ich geschafft. Ist gleich Mittag. Oh Mann, ich muss mich beeilen. Ich habe noch nichts geschafft. Ist gleich Mittag. Mittag ist gleich. Gleich ist Mittag und ich habe nichts geschafft. Das ist scheiße. Was futtern denn die da? So, jetzt kann ich aber gleich was schaffen. Denn jetzt werde ich gleich mal Rindervermehrungsdrogen, pflanzliche Drogen hier für die Rindervermehrung. Das sind sogenannte, denn das sind keine Kondompflanzen, weil das ist nicht gegen Vermehrung, das ist für Vermehrung, keine Kondompflanzen, das ist schlichtes, einfaches, naturbelassenes, neu texturiertes Getreide. Ja, zack, zack, ach, da hätte ich auch mal hier.
Jo. So, dann nehmen wir mal die Steinchen. Steinchen dick. Und bauen den Berg da zu. Irgendwo hier, da. Da muss der Berghang, muss da. Hier muss der. Da so. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. So, Berghang ist gleich schon mal so weit in Ordnung, dass er meinem Auge Gefälligkeit, formmäßig gefällig ist. Kann er mir mal einen Gefallen tun, der Berg, und von sich aus von alleine auch vielleicht schon zugewachsen werden sein? Nein, kann er nicht. Macht er auch nicht. Aber ich habe die Macht, ich habe die Steine. Ich setze sie ein. Ich setze die Steine gegen die Lücke im Berg ein. Und bin hoffentlich nachher auch nicht unzufrieden damit. Weil man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Oh, ich glaube, ich habe weitaus doch viel zu wenig Stein. Ich hätte natürlich auch Kabel nehmen können, ne, wäre auch gegangen. Aber, ne, ich habe ja nicht genug. Zack, 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 zack. Und zack. Zack, 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 zack. Und dann noch 6 Stück. 1, 2, 3, 4. Lassen wir mal. 5. Oh, 6. So. Eventuell ja so. Jetzt den Rest probiere ich mal. Wie das, ich habe noch 32 Steine, fällt mir gerade auf. Oh. Dann kann ich ja erstmal hier nochmal vernünftigerweise gucken, wie sieht das hier aus? Was muss ich da eventuell noch tun? Was muss hier noch getan werden?